Liebe Hasbergerinnen, liebe Hasberger, herzlich willkommen zu Hügel TV, Hallo Hasbergen, Ausgabe Nummer 76. Und heute bei mir zu Gast Klaus Wesenberg, Inhaber des gleichnamigen Fliegedienstes und stellvertretender Vorsitzender des Spielvereinigungs Hasbergen. Ja. Herzlich willkommen. Hallo Holger, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich auch, auf jeden Fall. Bis wir soweit sind, habe ich noch ein paar Nachrichten. Da tut sich übers Wochenende ja immer so einiges. Was die Zahlen anbelangt, nichts, was wirklich positiv ist. Der Landkreis Osnabrück ist nach wie vor, zumindest in Niedersachsen, relativ weit vorne. Einen Spitzenplatz, den man sich nicht unbedingt so wünscht. Wir haben mittlerweile in Stadt und Land 120 Infizierte. Auch in Hasbergen haben wir mittlerweile wieder zwei. Aber mit diesen Zahlen sind wir aber noch weit unter Werten, die beispielsweise jetzt in Bayern derzeit erzielt werden. Und insofern steht auch einem Stadionbesuch am Freitag grundsätzlich nichts im Wege. Wir müssen nur sehen, welche Kapazitäten dann gelten. Das ist heute eine Diskussion in den Zeitungen. Ja, es ist nicht so einfach in diesen Zeiten, Veranstaltungen auf den Weg zu bringen. Wir haben es am Wochenende gewagt, haben die Pendelfahrten gemacht zwischen Hasbergen und Georgsmarienhütte. Uli Badelmeier hat wunderbare Filmaufnahmen gemacht. Viele haben Fotos gemacht, standen überall auf der gesamten Strecke bei Kaiserwetter. Wir sind sehr froh, alle, die dabei waren, das durchgeführt zu haben. Es war quasi wie ein Tag Urlaub. Es hat alles perfekt funktioniert unter Corona-Bedingungen. Das ist wichtig. Es geht also schon. Und Panikmache, die da teilweise erzeugt wird, ist gar nicht erforderlich. Man muss halt sehen, dass man sich an die geltenden Bedingungen anpasst. Und dann ist das eine oder andere auch möglich. Was nicht möglich ist, das haben wir schon mitgeteilt, ist die Hasberger Mahlzeit. Es gelingt nicht, im November sozusagen in einem geschlossenen Raum eine Veranstaltung auf den Weg zu bringen, die wirklich Spaß macht. Du kennst du, Klaus, bist ja, ja auch üblicherweise da. Aber die, die üblicherweise hinkommen, sollten sich an dem Tag, zumindest tagsüber, nicht unbedingt was vornehmen. Wir haben da eine Idee, die uns heute auch erst quasi gekommen ist und die wir auf den Weg bringen wollen. Das könnte also eine sozusagen bewegte Hasberger Mahlzeit werden. In den nächsten Tagen und Wochen dazu mehr. Glaube ich, ein ganz spannendes Projekt. Und ich freue mich darauf. Also da muss man ein bisschen kreativ sein in den jetzigen Zeiten. Und dann geht das ein oder andere. Ja, Klaus, kreativ musst du auch in deinem Beruf sein. Als Fliegens gibt es auch jeden Tag irgendwas Neues. Mhm. Bevor wir tatsächlich zur Fliege kommen, stell dich doch gerne erstmal vor für diejenigen, denen du erstaunlicherweise unbekannt sein solltest. Genau, ja, also mein Name ist Klaus Wesenberg, bin gebürtiger Emsländer. An dieser Stelle ein Gruß auch an meine lieben Verwandten im Emsland, die das also auch mit Sicherheit sich ansehen werden. Lebe seit ungefähr 30 Jahren in Hasbergen, habe seit 1998 den Fliegedienst in Hasbergen. Wir sind damals mit zwei Leuten angefangen, ganz klein. Mittlerweile haben wir 25 Angestellte und wir sind also dabei, den Betrieb umzustrukturieren, und zwar, aber da kommen wir nachher nochmal zu, kann ich nachher nochmal drauf eingehen, dass wir zum 1. Januar wird es einige Veränderungen geben. Zur privaten Situation: ich bin auch seit 25 Jahren jetzt verheiratet, habe zwei Kinder, und ja, ich würde sagen, dann können wir unsere... Ihr hattet also Silberhochzeit? Kommt jetzt Ende September, wäre die standesamtliche, dann im Mai dann die kirchliche Silberhochzeit, und dann müssen wir mal sehen, wie wir das dann... Ja, das ist gut zu wissen, man erfährt ja immer noch das ein oder andere hier, also das kommt dann quasi noch. Ja, du hast einiges schon gesagt tatsächlich zum Fliegedienst. Ja. Wir hatten ja hier schon aus dem Fliegebereich verschiedene Partner, das ist ja mehr oder weniger jetzt die nächste Säule mit dem ambulanten Fliegedienst. Stell mal eben kurz, wie sieht so ein Tag aus, was passiert, wo seid ihr unterwegs? Unser Einzugsgebiet ist natürlich im Wesentlichen Hasbergen, wir haben aber auch Nachfragen in Osnabrück und Lotte und auch Hagen. Wobei die Nachfragen sind schon extrem groß, und wir können, unser Job besteht doch überwiegend jetzt darin, auch viele Nachfragen dann abzulehnen, weil der Bedarf ist einfach so groß, dass wir da und viele andere Einrichtungen da gar nicht mehr nachkommen können. Und das ist wirklich, wir sind da am Brennpunkt, und man merkt auch, dass es ein Riesenproblem ist, ein riesen gesellschaftliches Problem ist. Wie gesagt, wir haben jetzt 25 Angestellte. Wir könnten eigentlich laufend noch wieder neues Pflegepersonal, Betreuungspersonal einstellen, was wir aber bei der jetzigen Struktur nicht können.
Ja, deswegen werden wir diese Firma umformieren in eine GmbH zum 1. Januar. Dann werden wir halt sehen, dass wir vielleicht noch eine Geschäftsführung aufbauen, dass ich mich so ein bisschen weiter zurückziehen kann, weil ich merke, dass mir das über den Kopf wächst. Mir wird das zu viel, muss ich ganz klar sagen. Aber ich glaube, mit der neuen Struktur und ich habe ein erstklassiges Pflegeteam, die viel, viel auffangen, die jetzt auch schon im Bereich Pflege mich da enorm unterstützen. Ansonsten wäre das in den letzten Jahren auch schon nicht mehr gegangen. Und mir liegt es da also fern, das jetzt irgendwo schön zu reden, weil es ist schon dramatisch, weil man hat oft mit Notrufen zu tun, mit Familien, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen und Hilfe suchen für die Pflege zu Hause. Und da fällt es einem schon verdammt schwer, das abzusagen. Genau, deswegen bist du jetzt wahrscheinlich diesen Weg gegangen, denn du hattest ursprünglich mal gesagt, ich habe jetzt diese oder jene Größe, da möchte ich eigentlich gar nicht groß, weil habe ich noch im Genau, Ohr hast du gesagt, wollte ich da eigentlich gar genau. nicht großartig drüber. Und das Ja. sieht jetzt eben ein bisschen anders aus, weil der Bedarf einfach so Es gewaltig ist ist. so da und dann es wird natürlich besonders brenzlig, wenn dann im Bekanntenkreis nachgefragt wird, da fällt es dann besonders schwer, dann noch abzusagen und das ist wirklich schon sehr schwierig, ja. Ja, der Fachkräftemangel in dem Bereich, der Ja. ist eklatant, das Ja. weiß man. Der Bundesgesundheitsminister ist ja schon nach Mexiko und in verschiedene Länder geflogen, Ja. um zu schauen, ob da entsprechend Nachwuchs da ist. Aber auch sowas kann ja nur langfristig wirken, denke ich, ne? Ja, Also ja. kurzfristig ist da keine Besserung in Sicht Ja, oder siehst du also da Möglichkeiten? man muss da kreativ werden, muss man sagen. Es liegt immer daran, welche Tätigkeiten müssen ausgeführt werden. Wir versuchen über die sogenannte Betreuung vieles aufzufangen. Bei Betreuung ist nicht das hochqualifizierte Personal erforderlich wie bei der Pflege. Das Betreuungspersonal, das kann man schon eher ausbilden lassen als Pflegepersonal. Examiniertes Pflegepersonal braucht ein Examen von 3 Jahren. Da gibt es viel zu wenige. Da wäre es wünschenswert, wenn, ich sag mal, es für Quereinsteiger, sprich Mütter mit Kindern, auch mal möglich wäre, eine Weiterbildungsmöglichkeit nebenberuflich zu einer examinierten Pflegekraft durchführen zu können. Das ist leider so nicht möglich. Also nur, natürlich, ich kann mich 3 Jahre in einer Krankenpflegeschule anmelden, aber nebenberuflich mit Kindern zu Hause ist das praktisch zurzeit noch unmöglich. Naja, also da wird man dann noch auf jeden Ja. Fall was machen Ja. müssen. Wenn jetzt jemand in der Betreuung jetzt vielleicht Interesse hat, dann hast du Ja, sicherlich immer ein also Plätzchen frei, oder? kann sich sofort bei mir Ja. melden. Also wir haben eine unheimliche Nachfrage nach Betreuung und Betreuung fängt eben auch schon viel auf. Das heißt, sie sind wesentlich kostengünstiger und können eben im Haushalt helfen, können bei Einkäufen helfen, bei Arztbesuchen helfen. Da ist die Nachfrage auch extrem groß und da kann man schon viele Brennpunkte entschärfen. Da werden wir dann, Uli, sicherlich eine E-Mail-Adresse wieder gerne entsprechend Ja. einblenden. Also da freust du dich Ja, natürlich, wenn genau. Und jemand wie gesagt, Interesse dieses entwickelt. Personal zu bekommen, ist wesentlich einfacher als Gut, Pflegepersonal. gut. Aber auch natürlich niedrigschwelliger für diejenigen. Da Genau. gibt es auch mehr Ja. im Angebot in Deutschland, Genau, ne? genau. Gut. Ja, das sollte, wie gesagt, wer da jetzt Interesse hat, der möge sich gerne Ja. melden. Ja, dann da wünsche ich dir schon mal viel Erfolg bei der Umgestaltung, Ja. dann der Ja. Umfirmierung in Richtig, Anführungszeichen, genau. was die Gesellschaftsform Genau. anbelangt. Nicht unfirmiert hat seit 1930 die Spielvereinigung Gaste Ja. Haßbergen e.V. Ja. Das bleibt entsprechend, da bist du auch schon lange Ja. aktiv. Ja. Was hast du da schon gemacht? Da warst Also, du im ich würde Jugendfußball meinen, ich sehr bin auch aktiv. schon seit fast 20 Jahren aktiv. 10 Jahre als Jugendtrainer, habe den Jugendfußball geleitet, damals auch mit einem Alois Moss, der natürlich auch noch dabei ist. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich nur noch Funktionär. Man muss sich auch überlegen, wie weit macht das auch alles noch Sinn, aber irgendwo hängt doch sehr viel Herzblut noch an der Spielvereinigung Gaste Haßberge. Da muss ich sagen, wir haben einen sehr, sehr harmonischen Vorstand mit dem Sören Korf, mit dem Burkhard zu Lütter, mit der Christina Straube und Alois Moss und Anita Bröhring als Leiterin der Geschäftsführung. Das macht einfach viel Spaß in diesem Team. Das ist, glaube ich, immer wichtig. Und irgendwo die Vernetzung, die man auch mit diesem Sportverein hat. Also man lernt ja unheimlich viele interessante Leute kennen.
Der Antrieb damals, vor knapp 20 Jahren, war ja auch was hier für die Kinder zu machen in Haßbergen. Mit den eigenen Kindern ging es damals los, mit dem Jugendfußball. Und also das Highlight, das späte Highlight war ja im letzten Jahr hier der dreimalige Gewinn der Grammann-Spiele. Du kannst dich daran erinnern. Ein als schöner hier, Tag hier draußen, also, ein tolles Bild heute. Ne, also wenn man, ging heute leider das nicht ist, also war ja, eine einmalige Gelegenheit. Ich weiß nicht, wir sind mit drei Jugendmannschaften quasi inoffizieller Kreismeister geworden. Und das ist schon eine Leistung, die man als Sportverein, glaube ich, gar nicht mehr wiederholen kann im gesamten Landkreis. Und das hat man dann, also das... Vielleicht sind die ganz, ganz späten Früchte, die man so nachhinein ernten konnte. Ja, und im Moment geht es eben auch um die Situation, wie es sich im Verein jetzt weitergestaltet. Und, genau, ja. Der Sören ist ja hier gewesen, ja. Und das war also ja, ziemlich zu Anfang. Da war gerade der Lockdown gewesen, ja. Vielleicht so als 7., 8. Ungefähr hier, würde ich sagen. Damals war es so, dass wegen der Pandemie noch keiner gekündigt hatte. Dass man sagte, okay, ja. Jetzt findet da irgendwas nicht statt. Ist das so geblieben? Seid ihr da weitestgehend auf dem Level also, geblieben? Also wir hatten uns ja vorhin schon unterhalten. Also die Mitgliederzahl ist ja Gott sei Dank relativ konstant geblieben. Wir hatten in der Corona-Zeit im Vorstand, ja auch dank Sören, waren wir technisch immer in der Lage, Vorstandssitzungen, bedingt gut durchzuführen mit Online-Videokonferenzen und da konnte man immer schnell reagieren auf die, wenn ich mich an die Wochen im März, April zurückerinnere, da ging es ja immer wieder um neue Auflagen, welche Sportanlagen darf man öffnen und so weiter. Da mussten immer sehr kurzfristig Beschlüsse gefasst werden. So gesehen hatte ich immer das Gefühl, dass wir und vor allen Dingen vielen Dank nochmal an Sören, der das wirklich sehr gut geleitet hat, dass wir da immer schnell auf irgendwelche Sachen reagieren konnten. Wir hatten immer Verständnis für Mitglieder, die gesagt haben, ja, wir bezahlen unseren Beitrag, aber der Sportverein kann im Moment nichts für uns leisten. Gott sei Dank war es dann doch so, dass die Mitglieder dem Sportverein die Treue gehalten haben und gesehen haben, es ist eine Auszeit, die vielleicht nur einige Wochen oder Monate dauert. So war es dann ja am Ende auch durch die allgemeinen Lockerungen. Man ist jetzt überall wieder angefangen auf den Sportplätzen, in den Sporthallen. Man hat wieder neue Trainingspläne aufgestellt. Und ich weiß, kann mich noch erinnern, im Juni, als unsere Hallensportarten unseren Sportplatz im Gaste nutzen durften, als es da wirklich Trainingspläne gab und dass man irgendwie wieder in Gang kam. Und ich glaube, das war ein Zeichen für die Mitglieder, dass es irgendwie wieder weitergeht. Und wenn man das jetzt ein bisschen rückblickend mal beurteilt, würde ich sagen, sind wir da schon relativ gut durchgekommen. Genau. Jetzt läuft es in vielen Bereichen wieder normal oder teilnormal zumindest. Gut, man muss wieder im Winter muss man mal schauen, wie sich das mit den Hallen entwickelt. Das wird sicherlich nochmal spannend. Das werden sicherlich Themen sein bei der Jahreshauptversammlung. Ja. Klaus, die ist bald. Ja, die ist am 2. Oktober um 19.30 Uhr bei Thies in Gaste, Rheiner Landstraße. Und wir sind sehr gespannt, ne, auch wieder auf die Durchführung. Wir werden ein Hygienekonzept dann auch haben, wie es bei allen Veranstaltungen ja jetzt der Fall ist. Und was man auch erwähnen sollte, es geht auch um eine Beitragserhöhung, über die abgestimmt werden soll, weil wir stehen natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die Zeiten haben sich insofern geändert, dass wir halt immer mehr Übungsleiter und Trainer haben, die auch vergütet werden, eine Entschädigung erhalten. Das ist der Unterschied zu den Zeiten, die wir vor 20 oder 30 Jahren hatten. Ja. Weil so lange ist es nämlich her, dass die letzte Beitragserhöhung durchgeführt wurde. Wollte ich gerade sagen, deswegen kann man, glaube ich, an dieser Stelle von einer Beitragsanpassung sprechen. Ja, und auch mit dem Wissen, dass wir also hier im Umkreis also mit Abstand der günstigste Sportverein sind. Fast, ja. Also, gut.
objektiv nur einmal. Gut, da sind wir ein vergleichbaren Sportverein. Okay, genau. Ja, in der Tat, das ist ja ohne Zweifel so und das kann man sich auch ganz leicht ausrechnen bei den Dingen, die ihr macht, die ihr vorhaltet. Das glaube ich auch, wird sicherlich auf breite Akzeptanz der Mitglieder stoßen. Bin ich auch fest von überzeugt. Aber natürlich immer ein spannendes Thema für die Jahreshauptversammlung, also Werbung dafür, ein Sportverein lebt davon mitmachen und man sieht sich nicht so häufig in diesem Jahr, also kann man tatsächlich jedem Mitglied nur dringend anraten, am 2.10. zu Thiessen Gast. Im großen Saal ist das kein Problem mit der Hygiene, also von daher besucht es gerne. Eine kleinere Veranstaltung haben wir noch gemeinsam vor, lieber Klaus. Ja, sehr schön. Und zwar das zweite Doppelkopf-Masters. Ja, sehr gut. Da sagt er doch gerne, du bist ja in der Masters-Kommission. Ja, genau. Also man kann ja was von der Idee erzählen. Es gibt ja in Haßbergen viele kleine Doppelkopfturniere. Das heißt, jeder Verein versucht ja auch das Gemeinschaftsfeeling innerhalb der Vereine zu stärken und hat ein Doppelkopfturnier organisiert. Das läuft ja jetzt beim Kolping, bei der CDU weiß ich ja jetzt und bei den Tennisvereinen, beim HTC, beim TVH. Und die Idee der Doku Masters ist eigentlich, diese doppelkopfbegeisterten Haßberger mal zusammenzubringen und eine Verknüpfung der Vereine auch mal vielleicht auf eine gesellige Weise herzustellen. Und ich glaube, das ist uns im ersten Jahr schon gelungen. Da hatten wir ja, es gibt in Gasse dieses Neujahrsturnier, dann eben das Turnier vom TVH, dann das CDU-Turnier und das Turnier des Kolping-Vereins. Und die besten vier Doppelkopfspieler dieser Turnier qualifizieren sich dann für die Doppelkopf-Masters. Das heißt, wir haben am Ende 16 Doppelkopfspieler, die 16 besten Doppelkopfspieler Haßbergens, wenn man es mal so sagen will. Und aus diesen 16 Doppelkopfspielern wird dann eben der beste Doppelkopfspieler Haßbergens ermittelt. Und es war im letzten Jahr Alex Messerschmidt, der so hochverdient gewonnen hat. Und aber ich glaube, alle Qualifikanten, die jetzt bei den Doku Masters jetzt auflaufen werden, die sind natürlich ganz heiß, diesen Titel zu gewinnen. Genau, am 23.10. um 19 Uhr beim TVH. Und ich lese die mal eben einfach vor, die grundsätzlich dabei, zumindest die meisten. Tatsächlich Titelverteidiger Alex Messerschmidt hat sich auch diesmal aber auch regulär sogar wieder qualifiziert. Also von daher ist er wieder dabei. Dann noch Heinrich Morgret, Hubeck Tobiekte, Ulrich Schimweg, Sönke Siegmann, Friedhelm Schrepp, Frank Lehmann, Leo Kunz, Hartmut Riedbrock, Günther Oswald, Heinz Elixmann, Jörg Ransieg, Rosi Bücker, Stefan Wieberg, Achim Kiewit und der Sprecher. Also von daher die Information tatsächlich an alle jetzt schon mal über diesen Weg. Nehmt euch da nichts vor, das findet statt. Wir machen zwei Achtergruppen, damit das und an diesen Tischen wird entsprechend gewechselt, damit wir da auch coronatechnisch sicher sind. Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Platz genug haben wir da auch bei dieser Größenordnung. Also von daher, es werden natürlich alle nochmal kontaktiert. Ich freue mich da auf ein zweites Doppelkopf-Masters. Wollen wir mal gucken, ob der Alex seinen Titel verteidigen kann. Ja, lieber Klaus, haben wir mehrere Themen besprochen. Sehr schön. Sehr informativ, wie ich finde. Danke, dass du hier warst. Alles Gute. Wir sehen auch uns jetzt Gott sei Dank. Wir haben uns auch jetzt seit Februar tatsächlich nicht gesehen. Genau. Das ist wirklich ungewöhnlich in diesem Jahr. Ansonsten wäre das einige Mal der Fall gewesen. So, wie gesagt, mir bleibt jetzt noch zu sagen, bleibt gesund.